Jo, und hier ist Podcast von Sven Heidenreich, Folge 987, aufgenommen mal wieder mit dem Olympus LSP 5. Ohne Windschutz natürlich, denn ich bin ja in der Wohnung. Ich meine, vielleicht ploppt es jetzt mal zwischendurch ein bisschen, aber naja, so ist es halt. Ich grüße euch auf jeden Fall mal wieder mit dem LSP 5. Habe ihn mal wieder aufgeladen. Er hatte sogar noch ein bisschen Akku. Ich habe ihn lange nicht mehr benutzt und trotzdem konnte ich ihn noch, ja, hat er noch ein bisschen Akku gehabt. Wie viel weiß ich nicht, weil er spricht ja nicht mit mir. Ja, und deswegen, ja. Ja, ich kam jetzt auch mal in den Genuss, die Folgen der Retrofabrik zu hören. He-Man, also die beiden He-Man-Folgen. Und ja, ich muss sagen, sehr schönes Hörspiel. Auch dass es so eine Art Neubeginn ist, finde ich richtig gut. Sprecher auch sehr gut. Man muss sich erst ein bisschen eingewöhnen, weil ja viele sehr, ja, wie soll ich es sagen, sehr mächtig sprechen. So, also dieses Biestige, ne? Also auch Ramen spricht manchmal so und Fisto und da muss man halt so ein bisschen hinhören jetzt, okay, was sind jetzt die Bösen, was sind jetzt die Guten? Also das fand ich ein bisschen schwierig. Da hätte man, also, ja, da weiß ich nicht, das entwickelt sich alles noch. Ich will da gar nicht groß kritisieren. Also um Gottes Willen, weil das ist erstmal gerade zwei Folgen und da will man auch nicht zu viel meckern oder so. Ja, man muss sich auch erstmal in die Sprecher reinhören und wer ist wer und so. Ne? Aber alles in allem sehr schöne Hörspiele. Das wollte ich nur mal erwähnen. Ja, musikalisch auch sehr schön, schönes Intro. Am Anfang habe ich so erstmal das Intro nicht so gut gefunden, aber mittlerweile hört man sich so ein bisschen rein. Ne? Also klar, man hat hier nicht ein He-Man, ne, wie bei Formation oder so. Filmation ist auch nicht schlecht. Filmation oder sowas, ne? Also sowas hätte ich natürlich cool gefunden, aber man will ja was Eigenes schaffen und insofern ist es schon okay und man sollte es auch als was Eigenes sehen. Das ist ja auch so ein bisschen wie mit dem Superheld von Jan Tenner, obwohl die Klassik-Serie ja weitergeht, letztendlich, oder aber es ist ja auch, letztendlich ist es ja irgendwo was Neues und so sehe ich es auch bei He-Man. Es ist ein ganz neuer Zyklus, es sind halt diese Comics umgesetzt in Hörspiele und finde ich ganz gut gemacht. Also wirklich, da hat sich die Retrofabrik wirklich sehr viel Mühe gegeben und ja, das kann ich dazu nur sagen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und man darf es nicht mit Europa vergleichen. Ist klar, ne? Weil Europa ist was Eigenes. Europa ist für die Zeit damals, ne? Ist 80er Jahre. Und ja, was war möglich in den 80ern, was ist heute möglich, das muss man sich immer wieder sagen. Sind halt zwei verschiedene Zyklen, würde ich mal sagen. Ne? Ja, ansonsten die Antenne, da hoffe ich, demnächst kommen ja die Folge 30 und Folge 31 in die Streamingdienste. Dann kommt auch irgendwann, ich glaube November, kommt auch die Folge 32 raus. Das heißt also, die Folge 32 wird dann wahrscheinlich in den Streamingdiensten auch erst im Dezember, glaube ich, verfügbar sein. Egal. Auf jeden Fall wird es auch da weitergehen. Ja, bei Masters of the Universe soll es halt auch bald die Folge 3 geben. Bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das alles so entwickelt und ja. Ja. Ich finde es schön, dass im Hörspielland mit den alten Serien einfach was passiert. Ne? Das finde ich einfach gut und sowas wünscht man sich natürlich mit mehreren alten Serien. Ne? Also klar, es gibt so Serien, die gehen ewig. Ne? Benjamin, Bibi Blocksberg, also das wird ewig gehen. Ne? Da machen wir uns nichts vor. Das ist halt einfach so. Ja, mal gucken, wie weit wir bei Master of the Universe und auch bei Antenna kommen. Bei Antenna sind wir ja dann irgendwann bei 32 Folgen schon. Also erstmal bei 31 Folgen und dann später bei 2. Also da kommt auch noch jede Menge, denke ich mal. Das ist schon eine große Sache, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ansonsten, es ist 3. Oktober, Feiertag für viele. Ja, ich habe sowieso Urlaub, insofern ist mir das eigentlich egal, ob es jetzt ein Feiertag ist oder nicht. Morgen ist Brückentag, also ist auch noch frei. Das heißt, für mich geht es wieder Montag an die Arbeit. Ich hoffe, es ist Arbeit da. Ja, ansonsten, wie gesagt, schauen wir mal, was Sache ist. Ja, also, ansonsten viel mehr zu erzählen gibt es nicht eigentlich. Ne? Also
Wie gesagt, ich habe jetzt einfach mal wieder den LSP5 ausgegraben, habe ihn auf 25 zu stehen. 25, dachte ich, ist eine gute Lautstärke. Vor allem, wenn man auch mit dem Abstand da reinspricht, dann geht das auch klar richtig nah rangehen. Geht natürlich nicht wegen dem Ploppen. Da müsste ich dann einen Windschutz ranmachen und eigentlich möchte ich das nicht, weil ein Windschutz immer ein bisschen was wegnimmt. Also es heißt zwar immer, er nimmt keine Höhen weg, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn so ein Ding da drauf ist, ich glaube, das ist aber auch viel Einbildung, man denkt dann immer, irgendwas wird weggenommen. Und ja, das möchte man ja eigentlich nicht. Und insofern in der Wohnung ist ja auch Quatsch, da ist ja auch kein Wind. Und wenn es dann hier und da mal ploppt, weil man kurz mal irgendwo reinbläst, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Ich habe das Ding jetzt in der Hand, jetzt steht es vor mir. Habe auch einen gewissen Abstand, das heißt, ihr hört jetzt auch ein bisschen Hall, also Raumhall, aber gut, dafür ist es ja auch. Sind es ja auch zwei wunderbare Stereo-Mikrofone, muss man ja auch mal sagen. Hab den Fuß vom LS14 dran. Ja. Ich meine, wenn man jetzt die Plop-Geräusche wirklich wegmachen will, dann kann man ja auch die Mikrofone zum Beispiel, könnte ich jetzt natürlich auch von mir weg. Ja, also ich könnte jetzt auch so, jetzt habe ich das Gerät so zu stehen, dass die Mikrofone von mir weg sind. Ja, das wäre so eine sichere Variante. Jetzt könnte ich es noch senkrecht stellen. Also das könnte ich zum Beispiel auch noch machen, dass das so, dass die Mikrofone nach oben zeigen. Ja, also praktisch erst von mir weg und dann nach oben. So, wenn man jetzt ganz sicher gehen möchte. Ne? Klarer Ton ist rein angestellt, Zoom ist auf 0, also 0 heißt hier in dem Moment ganz weit. Ja. Und insofern ist das einfach eine schöne Aufnahmequalität, finde ich. Man muss ein bisschen aufpassen, man muss ein bisschen den LSP5, da muss man natürlich ein bisschen einpegeln. Ja, wenn man auf 40 aufnimmt, das könnte man auch machen, dann ist er natürlich, dann pumpt er extrem zurück, wenn ein Limiter drauf ist. Ja, ohne Limiter müsste man ihn sehr leise runterpegeln, damit er auch einigermaßen schön aufnimmt. Das heißt also, ich habe den Limiter lieber drin auf Musik. Das ist schon sicherer, weil sollte doch mal ein Geräusch zu laut sein, dann lasse ich, ja, ich mache das jetzt mal. Ich will jetzt mal die Mikrofon wieder zu mir, aber ich lasse doch noch nach oben zeigen. So, genau. Nach oben ist, glaube ich, ganz gut. So. Ja, ansonsten, was habe ich sonst so gehört? Holy Klassiker natürlich, wie immer, ab und zu mal. Ja, die Originale wollte ich letztens auch mal, habe ich auch wieder Old Shatterhand gehört. Ja, also ich versuche irgendwie im Hörspielbereich so alles Mögliche zu hören. Ne? Also mal was Älteres, mal was Neueres. Ja, um so ein bisschen auch für mich. Ne? Ich brauche ja ab und zu auch ein bisschen den Unterschied. Und muss sagen, bin sehr zufrieden mit allem, was momentan so rauskommt. Und die neueste Bibi Blocksberg-Folge habe ich auch schon gehört. Ja, genau. Also Besuch im London, glaube ich, heißt die. Da trifft sie wieder auf die Austauschschülerin Emily. Ja, war jetzt so eine Folge, die ganz okay war. War jetzt nicht meine Lieblings. Ja. So, da sind wir wieder. Und ich beende den Podcast jetzt auch. Das war also Podcast von Sven Heidenreich Folge 987 und wir gehen langsam auf die 2000, auf die 1000, 2000, wo bin ich denn schon? Wir sind schon viel weiter. Auf die 1000 zu, Leute. Na, erstmal auf die 90er. Dann hören wir uns in der Folge 988 wieder. Ciao, ciao.